So, hallo und herzlich willkommen zurück. Gute Neuigkeiten. Ich glaube, ich konnte die Fachkommission beruhigen. Wenn Lance Corporal Texidors Anprobe morgen gut läuft, sollte alles okay sein. Fantastisch, Doc. Wir sind wieder im Rennen. Vorläufig. Sofern unser kleiner Vorfall dem Bürgermeister entgangen ist, kommen Sie morgen zur Anprobe? Definitiv. Es wird super laufen. Wir werden die Welt verändern, Doc. Mir reicht schon nicht, noch mehr Feuer zu entfachen. Dann bis morgen, Peter. Auf einen erfolgreichen Tag. So, da sind wir wieder. Beim Spidey. Spidey, Spidey. So, wir müssen zu dem Wahrzeichen. Oh, hier war ein Rucksack. Den nehmen wir mit. Fragt sich nur, wo er ist. Hey, mach mal was. Wo bist du, Rucksack? Wo bist du? Ich sehe nicht. Ist er vielleicht hier? Hey, du bist... Warum kann er nicht die Treppen hoch? Er kann Wände hochkrabbeln, aber nicht die Treppen hoch? Ich finde den scheiß Rucksack nicht. Oh, ich finde den scheiß Rucksack nicht. Ein Besucherausweis von Oscorp, als ich mich vorgestellt habe. Die hätten gut bezahlt, aber bei Dr. Octavius hatte ich die Chance, wirklich etwas zu bewegen. Okay, wir sollten die Rucksäcke doch irgendwie markieren, weil dann sehe ich, wie weit ich entfernt bin. Das ist vielleicht dann doch besser. Weiter geht's. Schwing! Ich fliege fast blind. Ich muss wohl Türme aktivieren. Gutes altes Empire State. Mann, ich liebe diese Stadt. Zeit für einen Schnappschuss. Okay, wir können fotografieren. Das ist gut. Die Karte ist jetzt neu kalibriert. Hab nicht viel fotografiert, seit ich beim Bugle aufgehört habe und vergessen, wie viel Spaß das macht. Ich sollte noch mehr Wahrzeichen fotografieren. Okay, mach in der ganzen Stadt Fotos von Wahrzeichen, um Wahrzeichenmarken zu verdienen. Okay. Na gut. Dann gehen wir erstmal hier hin, würde ich sagen. Es ist Mr. Lee. Hallo? Peter, hier ist Martin Lee. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass wir noch Zeit für die Vorbereitung von Mays Party brauchen. Der Kuchenlieferant steht wohl im Stau. Oh, kein Problem. Sagen Sie mir Bescheid, wann ich vorbeikommen soll. Großartig. Dann bis bald. Okay, ich habe noch Zeit. Mal sehen, was draußen in der Stadt los ist.
Okay, und nu? Muss ich jetzt was fotografieren? Oder wie funktioniert das jetzt? Achtung Einheiten, Zivilisten nach Autounfall gefangen. Brauchen mehr Officer auf den Times Square. Over. Okay. Ach, der ist ausgegraut. Das habe ich fotografiert. Okay, ich verstehe. Na gut. Hi, Mr. Lee. Hey, Peter. Wir sind alle bereit für die Party. Wir warten nur auf dich. Cool. Bin unterwegs. Spider-Man, the situation's under control. Northbound side of the Brooklyn Queens Expressway near Atlantic Avenue. Please respond to... Okay. Dann fotografieren wir jetzt noch das eine Wahrzeichen. Dann holen wir noch den Rucksack. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dieser Nebenmission. Okay, das hat aber jetzt nicht funktioniert, ne? In Alarmbereitschaft. Mögliche Entführung. Officer in der Nähe, bitte in den Bereich Bryant. Oh, Hallöchen. Wenn das meine Kollegen sehen. Hallo, Mr. Muggins. Wenn es um die Miete geht. Mr. Parker, dieser Anruf ist die dritte und letzte Warnung. Die Zwangsräumung. Moment, Moment. Ich bekomme Ende der Woche Geld. Ich kann... Die Zwangsräumung beginnt am Freitag, wenn der komplette Betrag nicht vor Geschäftsschluss eingezahlt wurde. Schönen Tag noch. Ja, schönen Tag noch. Okay, wir suchen eine vermisste Person, richtig? Ja? Okay. Okay, ich bin ziemlich in der Nähe. Bitte! Mein Hörer hat hier in der Nähe Hilfe. Kommen Sie raus, strecken Sie die Beine. Oh Gott, danke schön. Ich hasse enge Räume. Oh nein, Sie sind zurück! Der Typ hat eine Tracht Prügel verdient, Spider-Man! Bist du auch eine? Kommt hier rüber! Boah, das ist wieder so ein Fettsack. Jetzt bin ich echt stinksauer. Verdammt. Dem bist du nicht gewachsen. Okay. Dann holen wir uns noch den Rucksack. Und was lernen wir daraus, Kinder? Nicht im Kofferraum spielen.
Wo könnte der denn sein? Da oben. Ich konnte dem Prototyp des Spider-Tracers nie genug Reichweite geben. Aber ich habe die Technik in meine Netzfallen übernommen und da ist sie sehr nützlich. So, okay. Nebenmission. Wo war die jetzt? Das ist die Hauptmission, ne? Ich klicke mal hier drauf. Große Jubiläumsfeier. Ach, ich dachte, das wäre eine Nebenmission. Scheint aber nicht so zu sein. Okay. Hier haben wir noch Fertigkeiten. Habe ich einen Punkt. Ach, das kostet 2. Okay, dann warte ich noch. Ja, gut. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Zur Nebenmission. Oder zur Hauptmission. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Ich war eigentlich der Meinung, das ist eine Nebenmission, aber naja. Chinatown. Alle Einheiten, bewaffneter Raubüberfall gemeldet. Zum Tatort. Außenbild in Tokio. Alter, steckt der jetzt da fest, oder was? Unterstützen Sie die Geschäfte in Ihrer Nähe und rauben Sie sie bitte nicht aus! Völlig abgedreht, einen Laden in der Stadt auszurauben, die von Spider-Man beschützt wird. Vielleicht besser, wenn ich nicht hier bin, wenn die Cops kommen. Ich drück immer den verkehrten Knopf, ne? Ich schieß immer das Netz, anstatt es zu schwingen. So, wo ist meine Tasche? So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das eine Hauptmission ist oder eine Nebenmission. Mr. Lee ist vielleicht in der Küche, alles für die Party vorbereiten. Okay, wir suchen Mr. Lee. Hi, Peter. Moin. Okay, hier ist schon was los, ne? Können wir hier auch hoch? Also, ich hab den Job. Mays Empfehlung hat geholfen. Mann, war ich ein Depp. Naja, wir haben alle eine schreckliche Phase. Ja, ich mochte Pferde. Macht nicht jeder diese Phase durch? Okay. Warum hängen hier diese Bilder? Wer ist denn Mr. Lee?
Also ich merke gerade, dass ich doch nicht so gut mich auskenne mit dem Spider-Man-Universum. Es gibt immer noch zu viel obdachlose Veteranen. Gut, dass mein Kumpel Flash Thompson etwas dagegen tun will. Ich habe mich in dem anderen Asyl nie sicher. In diesem... Ein Kaffee hätte ich gern, Kaffee. Also ich muss sagen, für das, dass man hier nicht so viel machen kann, nur so ein paar Dinge angucken und so, gibt es hier ziemlich viele Räume. Also da haben sie sich schon... Oh, hier ist die Küche, da will ich eigentlich noch nicht hin. Da haben sie sich schon Mühe gemacht, muss ich sagen. Aber was ist das jetzt? Ist jetzt das hier mein... der Daily Bugle, oder... Heute ist ein guter Tag. Sieht nicht so aus, ne? Das hier ist ein Obdachlosenheim. Ich hab den Job. Klasse, Glückwunsch. Daumen nach oben. Ich freue mich für dich, du gerne Buddy. Einen elektrischen Rollstuhl. Was soll nur aus dieser Welt werden? Hey Peter. Okay, das ist auf jeden Fall Sozialarbeiter hier. Hey Peter, was gibt's? Das ist unser Ziel hier, die Küche. Ich schaue mich erst noch ein bisschen um. Jeder kann mal die Hoffnung verlieren. Es hilft, jemand zu haben, der zuhört. Gott, gib mir Kraft. Okay, gut, dann gehen wir mal hier hin. Hey, Mr. Lee. Hey, Martin. Sorry, bin zu spät. Du kommst genau richtig. Lenk sie einfach ab, während wir alles fertig machen. Alles klar. Hey, meine Lieblingstante. Peter, so eine Überraschung. Kann ich helfen? Ja klar. Oh, da sind ein paar Kisten in... Nein. Ich meine, noch nicht. Ich meine, ich wollte... Ich wollte mit dir reden. Okay. Okay. Peter? Hast du Probleme? Brauchst du Geld? Nein, ich meine, ein kleiner Mietrückstand, aber... Nein, mir geht's gut, wirklich. Probleme mit Frauen, hä? Was? Nein, nicht doch. Ich wünschte, du und MJ würdet euch versöhnen. Sie ist wundervoll. Ist sie, aber... Ihr würdet so hübsche Babys bekommen. Wow! Peter. Was ist los? Komm schon, raus damit. Die letzten Jahre. Du hast mir durchs College geholfen und arbeitest hier. Du gibst immer so viel und bittest nie um was. Ich wünschte einfach, es gäbe mehr Menschen wie dich. Er hat recht. Vor 5 Jahren hast du mir gesagt, dass dich meine Mission, anderen zu helfen, inspiriert. Und jetzt inspirierst du mich. Danke, May, für alles. Und auf viele weitere Jahre. Danke nochmal für die ganze Mühe. Oh, ich wünschte, ich könnte mehr tun. May sagt immer, wenn du einem hilfst, naja. Hilfst du allen. Ja, vielleicht sollte May auch mit dem Bürgermeister mal ein Wörtchen reden. Oh, ich muss los. Danke nochmal für die Party und alles. Es bedeutet ihr viel. Okay, also Tante May arbeitet hier als Sozialarbeiterin. Hör draußen an. Hi Peter, deine Tante ist hinten, glaube ich. Hey Leute, wie läuft das Spiel? Wonach sieht's denn aus? Ich gewinne. Er leidet und wird eher auf der Straße leben, als meine Eltern um Hilfe zu bitten. Ich zahle nicht viel, aber... ein Job ist ein Job. May hat Onkel Bens Sachen lange aufbewahrt. Es ist, als ob er immer noch über sie wacht.
mein Hund? Na gut. Also der gute Peter ist nicht mehr auf dem College. Das heißt, er ist schon älter in diesem Spiel. Man wird ja einfach so reingeworfen in die Geschichte, ne? Also wird nichts großartig erzählt. Große Jubiläumsfeier abgeschlossen. Gut. Sprachnachricht von Yuri. Hey, im Auktionshaus, in dem Fists Besitz abgewickelt wird, wurde ein stiller Alarm ausgelöst. Siehst du mal nach? Unauffällig. Ich möchte kein Aufsehen erregen, falls es falscher Alarm war. Fisks Haushaltsauflösung. Klingt lustig. Was der Kingpin wohl in seinen Schränken versteckt hatte? Okay. Gut. Das ist jetzt weiter oben hier. Da könnte ich mir erstmal zu dem Turm, damit ich mir erstmal hier einen Überblick verschaffe. Und jetzt ist es auch Nacht. Na, warum läuft er nicht? Peter, du warst bei der Party plötzlich weg. Ja, ich musste noch ins Labor. Tut mir leid. Schon gut. Ich wollte dir nur sagen, wie viel mir deine Worte bedeutet haben. Ich frage mich immer, womit ich dich verdient habe. Frag dich das nicht. Nach dem Tod meiner Eltern und von Onkel Ben, ohne dich wäre ich so oft aufgeschmissen gewesen. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Peter. Ich wollte nur, dass du das weißt. May, ich weiß nicht, was... Oh, ich glaube, Mr. Lee braucht mich. Ich muss los. Bis bald, Schatz. Hab dich lieb. Ich dich auch. Die gute Tante May. Okay, hier ist auch noch ein Rucksack gegenüber. Den nehme ich natürlich gleich mit. Ich markiere ihn mal. Körperverletzung wurde gemeldet. Officer im Modeviertel benötigt. Captain Watanabe hat mir ihre Handynummer gegeben, als sie mir endlich vertraut hat. Sie riskiert viel. Wenn bekannt wird, dass sie mir hilft, verliert sie ihren Job. Okay, also Yuri Watanabe ist der Captain vom Police Department. Das Bild gefällt mir. Hallöchen. Was sitzt denn da? Was ist denn das? Sieht ja gruselig aus. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir hier mal drauf und dann hier rüber. Also dieser Anzug gefällt mir nicht. Das mit dem Weiß, das irgendwie ist es nicht meins. Okay, das Schild ist anscheinend das Wahrzeichen. So, dann machen wir doch hier. Ach, guck mal, es ist der Daily Bugle. 10-10 gemeldet. Drogenhandel. Brauchen Einheit vor Ort. Benötigen Officer vor Ort in Clinton.
Der Daily Bugle. Eine tolle Zeitung. Besonders seit Jameson im Ruhestand ist. So, dann gehen wir als nächstes hier hin. Mir gefallen die Schuhe auch nicht. Es sieht aus wie so billige Turnschuhe irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie gefällt mir das nicht. Dieser Anzug. Wieder. Wenn Spider-Corp sich darum kümmert, wird der Job auf Biegen und Brechen. Nein. Sie würde es nie zugeben, aber der Chief kann sich für Spider-Corp langsam erwärmen. Seine lässige Missachtung jeglicher Vorschriften war höchst erfrischend. Das würde sie noch merken, eines Tages. Hell's Kitchen abgeschlossen. Okay. Gut. Oh, dann würde ich sagen, gehen wir hier hin. Ich mache jetzt einfach mal so ein bisschen Zickzack. Alle Einheiten, wir haben hier noch einen Einbruch. Position der Nähe von Devil's Shelf. Die Straßenkünstler werden immer besser. Er sieht fast aus wie Spider-Man. Ah, come on! Hey, wenn das Mom sieht. Sprechen Sie Angst. Wo ist der Einbruch? Das muss doch hier sein, oder nicht? Okay, also es muss irgendwo oben sein, dieser Einbruch. Vielleicht sehe ich was durch die Glasscheiben. Ah ja. Spider-Man! Verdammt, ich hab gesagt, das ist zu laut! Ihr seid aber nicht vom Schlüsseldienst. Bleiben! Jetzt kenne ich kein Pardon! Ich hab ihn! Kleiner Tipp: Klappt es weder mit Aufbrechen noch mit Eindringen, besser Finger weg vom Einbruch. Tower. Die sollten sich einen neuen Namen überlegen. Okay. Das war jetzt weniger schwer.
Vielleicht werde ich auch einfach besser. Übung. Übung macht den Meister. Okay, hier ist aber auch noch irgendwas, ne? Bis dann, Spider-Man. Ruf mich an, wenn du was aus deiner Marke machen willst. Bist du es wirklich? Hey, die Nähte am Kostüm sind echt gut. Kannst du blinzeln? Wieso sind hier so rote Punkte? Sind es vielleicht von Fist die Leute, die mich verprügeln wollen? Hey, mach mal was. Spider-Man, mach ein Netz. Okay, keine Ahnung. So, alles klar. Hier haben wir noch ein Wahrzeichen. Meisterwerk! Okay, und einen Rucksack haben wir auch noch. Nur wo ist er? Wo ist er? Da drüben. Ich vermute mal, dass er hier oben hängt. Jawohl, da hängt er. MJ hat diesen Artikel in der Schülerzeitung über Studentenproteste geschrieben. Sie war schon damals eine tolle Journalistin. So, wir gucken mal auf die Map. Hier ist das Ziel. Ich würde sagen, wir gehen noch hier hin und dann mache ich einen Cut. Dann sind wir nämlich schon wieder weit drüber, über die halbe Stunde. Spider-Man in Fleisch und Blut. Wow. Verletzt? Hier muss doch noch was sein. Nee, ich sehe hier nichts. Keine Ahnung. Okay, wir gehen zu dem Tower. Oh, warte mal. Kann man hier runter? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, doch. Schnellreise. Oh ja. Okay. Alles klar. Also die U-Bahn ist für Schnellreise. Das finde ich nice.
Einheiten. Meldung über Drogenhandel. Brauchen Verstärkung in Bloomingdale. Nice. Okay. Gucken ganz schnell auf die Karte. Hier ist das nächste Ziel. Gut, dann würde ich sagen, ich mache einen Cut und dann sehen wir im nächsten Part von Spider-Man, wie es hier weitergeht und was das nächste Ziel genau ist. Die lassen sich mal ihren Kaffee schmecken und ja, bis zum nächsten Part. Bye bye. Falls es euch gefallen hat, lasst mir einfach ein Like da. Auch über ein Abo würde ich mich tierisch freuen. Oder folgt mir einfach auf dem guten alten Twitter. Bis zum nächsten Mal, eure Sally.